jetzt dieses Jahr eingetreten. Ich bin noch in der Ausbildung und mein erster Gewerkschaftstag. Ich bin gespannt, was uns hier so erwartet. Ich freue mich auf einen Gewerkschaftstag und wir freuen uns besonders auf die Rede vom Kanzler. Herzlich willkommen zur öffentlichen Veranstaltung des DBB-Gewerkschaftstages 20 und 22 hier in Berlin. Staat, Herr Bundeskanzler, machen wir. Am besten aber auch gemeinsam. Also wenn über Entbürokratisierung gesprochen wird, sehr gerne sind wir dabei. Aber sie darf nicht falsch verstanden werden, nicht noch weiteren Personalabbau. Und dann komme ich auch schon zu einem letzten Punkt, nämlich zu etwas berechtigter Hoffnung auf eine gute Zukunft. Und das sind die Leistungsträger dieses Staates. Und meine Damen und Herren aus der Politik, zollen Sie diesen Leistungsträgern des Staates den nötigen Respekt, die Wertschätzung und auch die Rahmenbedingungen. Ganz herzlichen Dank. Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen sind die Gestalter der Zeitenwende, meine Damen und Herren. Deutschland braucht einen starken öffentlichen Dienst, gerade jetzt, gerade in diesen Zeiten. Staat machen Sie und das sehr gut. In diesen Zeiten, in denen wir erleben, wie sich viele Dinge schnell ändern, kommt es auf dieses Engagement für die öffentliche Sache, für die Res Publica umso mehr an. Dafür danke ich Ihnen und all Ihren Kolleginnen und Kollegen von ganzem Herzen.